Mein Name ist Axel Lohse. Ich bin Sprecher des Vorstands der Stader Saatzucht EG und hier hauptamtlicher Geschäftsführer. Wir haben also zum einen das Agrargeschäft, das traditionelle Geschäft. Und aus dem Agrargeschäft sind drei weitere Sparten dazugekommen. Das Energiegeschäft, das Reifeisen-Einzelhandelsgeschäft und die Logistik. Wir haben über 40 Standorte. Wir machen alles online. Wir haben sehr viele verschiedene Sparten, die wir abbilden wollten. Heißt also, da kommt ein richtiges Datenvolumen zusammen. Und das muss aus unserer Sicht mit einem weltweit erprobten und implementierten ERP-System abgewickelt werden. Und da konnten wir jetzt nicht jede x-beliebige Softwarebude nehmen, sondern wir wollten dann auch ein Unternehmen als Partner gewinnen, das diese großen Herausforderungen auch stemmen kann. Auf der anderen Seite war uns wichtig, dass wir ein Unternehmen als Partner haben, das noch mittelständische Flexibilität hat, wo man auf die Prozesse nochmal Einfluss nehmen kann. Grundsätzlich hat die Implementierung erstmal sehr gut geklappt. Es wurde deutlich effektiver, einfacher und durch die ganzen Schnittstellen auch für die Mitarbeiter komfortabler im täglichen Arbeitsablauf. Eine Kernaussage ist bei uns eigentlich alles jederzeit zu früh in Gewes rein. Heißt letztlich, wir fangen schon beim Bestellprozess an und diese Bestellung, wir sagen dann immer, wird dann weiter veredelt mit dem Wareneingang und letztlich mit Rechnung, Rechnungs-DTA alles in Gewes abbilden. Das ist uns ganz, ganz wichtig, letztlich auch bei der Sicht auf den Kunden. Wir haben im Zuge der ganzen letzten Jahre sehr, sehr viele Produkte eben in Gewes abgebildet. Als Beispiel meinetwegen das Mischfutterwerk online angebunden. Wir haben die Telematik, die Disposition per Schnittstelle fest mit unserem System verdrahtet. Wir haben eben auch eine eigene Saatzucht-App, ermöglicht dem Landwirt eben, dass er direkt zu Hause am Stall jederzeit sein Futter bestellen kann. Wir sagen immer mit drei Klicks und dann landet es direkt bei uns, landet dann direkt in unserem System und geht dann direkt rüber von Gewes auch gleich ins Mischfutterwerk. Die Stader Saatzucht ist immer bestrebt, Prozesse immer weiter digital abzubilden. Nächster Schritt wird dann unter anderem ein CRM-System sein, das wir zusammen mit der GWS ja abbilden wollen. Also ein CRM-System wird das gesamte Unternehmen betreffen, weil irgendwo jede Abteilung mit Kunden zu tun hat und somit jede Aktivität am Kunden auch protokolliert und festgehalten wird, sodass ein einheitliches Kundenmanagement möglich ist. Ja, also diese Partnerschaft ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir eben direkt auf die einzelnen Prozesse und die Prozessentwicklung mit eingreifen können. Und das finden wir natürlich sehr, sehr gut, dass die GWS wirklich so nah am Kunden dran ist und abfragt, was wünscht der Kunde. Es wird uns nichts nur vorgesetzt, sondern wir können auch selber Einfluss nehmen. Das ist eben das, was ich mit mittelständischer Flexibilität gemeint habe. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil die GWS schon jahrelang am Markt ist und sich in den einzelnen Branchen meiner Meinung nach sehr gut auskennt und die Kunden auch optimal betreut. Als wir damals das System der GWS eingeführt haben, hatten wir eine Datenbankgröße von 20 GB. Heute, 10 Jahre später, haben wir eine Datenbankgröße von über 800 GB. Und das sagt, glaube ich, alles, was an Effizienzsteigerung erfolgt ist. Das hat bei uns nicht dazu geführt, dass wir hier größere Manpower benötigt haben, sondern das System hat diese Leistung erbracht.